Der Sporttag in Ybbs an der Donau hatte einiges zu bieten. Sowohl jung als auch alt konnten sich dort an den unterschiedlichsten Sportarten probieren und vor allem die Ybbser Vereine kennenlernen. Wenn man schaut, auch bundesweit haben wir auch das Problem auch in den Kommunen. Und darum haben wir den Tag des Sportes hier gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler wieder einen Zugang zu Vereinen finden, den sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben. Vor Ort traf man auch auf den einen oder anderen Profisportler. Am Vormittag besuchten so etwa die beiden niederösterreichischen Weltcup-Skirennläufer Marc Diekruber und Christoph Krenn den Ybbser Sporttag. Auch sie hielten dieses Event für ein gelungenes Angebot. Ich finde die Veranstaltungen richtig wichtig. Also man muss sagen, gerade in den Schulen ist wichtig, dass man die jungen Leute zur Bewegung bringt, zum Sport bringt, Sport verbindet. Und das ist sicher eine ganz coole Geschichte, wenn das da mit solchen Veranstaltungen verbunden wird. Bereitet sich Christoph Krenn derzeit auf die nächste Wintersaison vor, startet Marc Diekruber nach seiner Rennläuferkarriere in ein neues Kapitel. Für junge Sportlerinnen und Sportler hatte er einen Ratschlag parat. Seine Leidenschaft, verfolgen die, was man hat, wenn man irgendwas sagt, den Weg gehen, groß träumen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es wird so oft im Leben angesagt, man funktioniert nicht und die meisten Grenzen werden einfach nur im Kopf gesetzt und wenn man sich irgendwas einbildet und davon träumt, dann soll man das auch machen. Das machen Tennislandesmeisterin Chiara Semmelmeier und der österreichische Jugendmeister im Stand-Up-Paddle Boris Mistelbauer-Obernberger bereits. Genau wie Hermann Pieringer vom ASKÖ Tischtennis wurden sie am Sporttag für ihre Erfolge ausgezeichnet. Über das starke Vereinsleben in Ybbs freut sich natürlich auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Wenn man heute schaut, dann muss man sehr stolz sein, dass wir so ein aktives Vereinsleben haben und so ein Angebot, sich aktiv in unserer Gemeinde zu betätigen. Wir haben ja über 80 Vereine in Ybbs, großteils natürlich Sportvereine und es ist ein großes Spektrum für alle Ybbserinnen und Ybbser und auch vor allem für die Jugend, sich da zu betätigen und Gemeinsamkeiten auszutauschen. Neben den Profisportlerinnen und Sportlern besuchten auch zahlreiche Ehrengäste aus der Politik den Sporttag in Ybbs. Darüber, dass derartige Angebote besonders wertvoll sind, waren sich alle einig. Also wenn man sich die Statistik anhört, ist genauso ein Tag des Sports in Gemeinden, in den Städten Österreichs von enormer Bedeutung. Wenn man sich anschaut, da gibt es Zahlen von 3,5 bis 4 Milliarden Euro, was man sich im Gesundheitswesen in Österreich sparen könnte, wenn viel, viel mehr Sport betrieben wird. Es ist ein freudiger Tag, sage ich, weil ich habe es sehr erwähnt, Sport und Bewegung ist die Gesundheitsvorsorge Nummer 1. Freude, da ist Motivation, sportlicher Ehrgeiz. Es freut mich wirklich, dass ich da bin. Im Mittelpunkt des Geschehens standen aber wohl die jungen Menschen. Und wenn man ihnen zuhört, dann ist dieses Event auf alle Fälle besonders gut angekommen. Wir spielen da gerade Paddle Tennis. Am besten gefällt mir das Fußballspielen da. Da kann man messen, wie scharf man reinschießt. Ich habe Tischtennis probiert. Football auch, Airtrack, alles leibend.